Hey Leute, ich bin's wieder, Ali. Im letzten Part haben wir Polizisten verprügelt. Und jetzt suchen wir unser allererstes Partmitglied, Paula, die sich hier irgendwo in Tucson aufhält. Willkommen, solltet ihr etwas über Tucson erzählen? Ja, sollst du. In Tucson gibt es ein modernes Star Wars Hotel, es gibt ein Krankenhaus und das wundervolle Chaos Theater. Dort findet man auch die Polarstern-Vorschule. Wieso dort? Wir befinden uns doch mitten in der Stadt. Sowie einen schönen Busbahnhof. Oh mein Gott, ein schöner Busbahnhof! Sieht man auch nicht alle Tage. Wenn du neugierig bist, kannst du dich im Gaunerpark nach Schnäppchen umsehen. Das ist spannend. Geh nach Osten und du findest das Tal der Ruhe. Hinter diesem Tal liegt Glückstadt. Es gibt auch eine Pizzeria. Cool. Willst du noch mehr wissen? Nö. Naja, mehr weiß ich auch nicht. Toll. So, wie... Hä? Ja, jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Taxis herkommen. Und zwar aus dem Nichts. Okay. Und das wirklich Beste an der Stadt ist dieser Laden hier. Ein Fahrradladen. Oh yeah, endlich. Ich wollte gerade sagen, nichts kann uns mehr aufhalten. Und doch, da gibt es jemanden, der uns aufhalten kann. Und zwar diese verdammte Fotografie. Heute Fotos, leicht und schnell. Ich bin ein Fotografie-Genie. Ja, komm, mach her. Ja, fotografiere mich endlich. Ich habe keine Zeit. Gewürzgurken. Hat er gerade das Taxi fotografiert? Wow, was für ein großartiges Bild. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist aber ein schönes Taxi auf dem Foto. Gott, war das dumm. Okay. Dies ist der Fahrradladen Sicherer Punk. Sicherer Punk. Fahrräder machen Spaß und sind so praktisch. Es ist viel schneller als zu laufen. Oh mein Gott, echt? Wusste ich nicht. Du wärst sehr beliebt in der Biker-Szene. Willst du ein Fahrrad? Ja, ich will ein Fahrrad. Leider haben wir keine Fahrräder mehr zu verkaufen. Aber du kannst eins leihen. Möchtest du ein Fahrrad leihen? Ja, ich will ein Fahrrad leihen. Ich mag deinen mit dem Kopf durch die Wand Stil. Ich sag dir was, du kriegst das Fahrrad umsonst. Oh mein Gott, umsonst! Ist er nicht zu uns. Du weißt, dass zwei Leute nicht auf einem Fahrrad fahren können. Also ist es für drei oder vier Leute erst recht unmöglich. Ja, so ist es. Ein einziges Partymitglied reicht aus. Und ihr könnt das Fahrrad nie wieder benutzen. Also frage ich euch, was macht es für einen Sinn, Fahrräder in das Spiel einzubauen, wenn man 20 Minuten später das allererste Partymitglied kennenlernt, die aus irgendeinem Grund kein Fahrrad fahren kann und wir somit auch nicht. So unnötig. So, hier können wir einkaufen, aber das machen wir später. Und hier ist Mr. T, oh mein Gott. Ich sag, wie ein seltsamer Kerl Paula verfolgt hat. Der Typ macht mir Angst. Okay. Ach ja, wir können ja Fahrrad fahren. Oh yeah. Aber nicht mal lange, denn bald lernen wir ja Paula kennen. Oh Gott, hey. Nochmal. Denn bald lernen wir ja Paula kennen, dann war's das. Mann, immer diese Weiber. Und wieder ein Grund, Solo zu bleiben. Man kann Fahrrad fahren. Chaos Theater, Runaway 5, nicht... Was zur Hölle? Wer greift mich an? Ein Neuzeit-Retro-Heavy? Oh mein Gott. Okay. Also, erst verprügeln wir Polizisten und jetzt verprügeln wir Hippies. Ich mag das Spiel. So, 160 Experience, wow. Die geben aber viel her. So. Ich muss aber essen, weil ich habe nur noch 64 HP und das ist wenig. Ich kann insgesamt 120 haben. 123, okay. So, wir schauen uns die Karte an. Gauner Park befindet sich südlich von hier. 3, 2, 1 und wir sind da. Gauner Park. Okay. Oh, hier sieht es aber sehr interessant aus. Da steht ein Typ auf dem Dach. Jetzt nicht mehr. Wahaha! Warum reden wir nicht später, nachdem wir das geklärt haben? Hä? Warum? Hä? Warum kämpfen wir? Wir... What? Okay. Da greift jetzt irgend so ein random Guy an und... Ach, egal. In Earthbound gibt es keine Logik. Wir kämpfen einfach so. So, er beißt mich. Was zur Hölle? Hat er uns gerade gesmashed? Ach du Scheiße. Okay, das sieht gefährlich aus. Okay, er grinst. Das gefällt mir gar nicht. Oh Gott. So, jetzt muss ich aber schnell umbringen. Oh, ich verfehle. Ein breites Grinsen. Oh, und du bist normal. Yay, wir haben dich besiegt. Nächstes Level ist jetzt 14. Yay, wir sind ein Level gestiegen. Und wir erlernen Paralyzes Alpha. Yes. Ja, ich bin Everdread, der Chef vom Gauner Park. Als ich vom Dach sprang, habe ich mir den Fuß verstaucht. Ich habe verloren und Schluss. Weißt du, du bist sehr stark. Yep, ich weiß, dass du etwas über Paula herausfinden willst. Woher? Sie ging fort in das Tal der Ruhe. Aber ein dicker Junge und ein komischer Kerl in blauer Kutte haben sie entführt. Hä? Oh mein Gott, Paula ist entführt worden? Sie sagten, sie benutzten Paula als eine Art menschliches Opfer. Sie waren wirklich überdurchschnittlich seltsam.
genau wie du. Es könnte schon zu spät sein. Beeil dich lieber. Wenn du Paula gerettet hast, komm wieder zu mir, okay? Nicht vergessen. Also das Schlimmste an Everdread ist, also an dem Kerl, gegen den wir eben gekämpft haben, ist, dass er euch das Essen klauen kann. Und ich habe das bereits einmal aufgenommen, aber ich habe einen Fehler gemacht, deshalb nehme ich das zum zweiten Mal auf. Und der hat mir vier Hamburger geklaut. Und er hat es mir nicht zurückgegeben. Was für ein Arschloch. So, und... Ist das Mr. T? War es nicht gerade eben woanders? Mr. T kann sich porten. Sicher, Everdread ist kein guter Mensch. Aber für einen Gangsterboss ist er ziemlich gutherzig. Ey, Mr. T, du bist awesome. Du kannst dich porten. Okay. Moment mal, bist du nicht der Typ, der mich vorhin angegriffen hat? Wie dem auch sei. Ja. Okay. Ach ja, ich habe ja ein Fahrrad, das vergesse ich immer. Nein, ich will nicht vom Fahrrad absteigen. Ach, vergiss es, ich gehe zu Fuß. Scheiße, Fahrräder, wer braucht schon Fahrräder? Oh mein Gott, schon wieder so ein blaues etwas. Ah! Ein unauffälliger Einwohner. Ja. Sehr unauffällig. Hä? Nests Körper wird steif? Okay. Wie dem auch sei, das war kein harter Kampf. Wir haben ihn besiegt. Mit Level 14 hat man gute Chancen gegen diese komischen blauen Typen. So. Hier waren wir noch nicht. Apple Kid. Naja, ich habe meine Hausarbeit irgendwie vernachlässigt. Ich weiß, es ist ein Saustall, aber egal. Ich bin Apple Kid. Ich habe seit einer Weile nicht mehr gebadet, also stinke ich vielleicht etwas. Ganz nebenbei. Ich verhungere. Hast du etwas zu essen? Wenn ja, kann ich etwas haben? Ja, ich habe noch einen Hamburger. Mein letzter Hamburger. Danke, du scheinst nett zu sein. Ob du wohl... Möchtest du etwas Geld in meine Erfindungen investieren? Okay. Ja. Oh, Entschuldigung. Ich meine, danke. Ach ja, ich bräuchte dringend 200 Euro. Oh Gott, 200 Euro. Okay, ich bin eh reich. Danke, ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Und was befindet sich in der Mülltonne? Eine kaputte Maschine. Toll. Ich bin eine Maus. Echt? Man hat mir noch keinen Namen gegeben. Du hast dich um einen Meister gekümmert. Als Dank gebe ich dir dies. Bitte nimm es und sag nichts. Und wir erhalten ein Empfang oben. Phon. Oh, ich stehe wohl im Weg. Schwupp. Okay. Was kann es denn? Apple Kids Erfindung. Jetzt kannst du wichtige Mitteilungen empfangen. Oh, cool. Und Orange Kids. Noch so ein Freak. Grüß dich, ich bin Orange Kid, der Erfinder. War schon wieder ein Erfinder. Hast du von mir gehört? Mein guter Ruf macht mich ganz verlegen. Viele meiner Erfindungen befinden sich in der Masche, aber mir fehlt's an Geld. Ich glaube an das Glück, also geht's mir gut. Weißt du, ich arbeite an meiner Maschine, die dir in Tal der Ruhe sicher helfen wird. Hey, das ist gut. Ich hoffe, sie ist bald fertig. Was? Du möchtest mein Projekt finanzieren? Na klar. Oh, klasse. Oh, jetzt muss ich wieder... Oh Gott, jetzt gehen wieder 20 Euro blöden. Deine Unterstützung wird die Welt verändern. Ich gebe dir meine neue Super Orange Maschine. Ich nenne sie Superma. Das ist kürzer. Nessel Superma. Nutze sie, um Frieden auf der Welt zu wiederherstellen. Was? Um Frieden auf der Welt zu wiederherstellen? Oh Gott. Okay. So, aber jetzt gehen wir so langsam zum Tal der Ruhe. Cool. Aber nee. Erste Pizzeria. Ich brauche Pizza. Verdammt nochmal. Ich habe all meine Hamburger weggegeben. Willkommen bei Pizza Pronto. Wir verkaufen keine Pizza. Wir liefern nur. Was? Ihr liefert nur? Was zur Hölle soll dann die Einrichtung hier? Wie dem auch sei. Jetzt gehen wir aber zum Tal der Ruhe. Es ist Zeit. So, das befindet sich östlich von hier. Das wissen wir, aber die süße Frau... Ich wollte eigentlich sagen, weil die fremde Frau, aber ich aus irgendeinem... Mein Mund hat kommen süß... Oh Gott, vergiss es, ey. Ich kann nicht mehr richtig nachdenken. Und Pilze greifen uns an. Oh mein Gott. Okay. Nein, wir laufen weg. Aber er schafft es nicht. Ja. So. Wie? Ich schaffe es nicht. Hallo, ich habe keine Zeit. Jetzt lass mich endlich gehen. Oh mein Gott, sie haben ihre Sporen... Das ist echt nervig. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt einen Pilz auf dem Kopf. Das heißt, wenn ich jetzt nach links drücke, dann geht er nach rechts. Wenn ich nach unten drücke, geht er nach oben. Das ist
so ähnlich wie beim Mother 3. Wenn man vor einem Pilzen vergiftet wurde. Aber darum kümmere ich mich später. So. Okay, ich würde sagen, ich schneide hier. Oh, ein Mädchen. Ich suche nach Pilzen. Hey, würdest du mir den... Na klar, 50 Euro. Und so wären wir unseren Pilz auch los. Sonst hätten wir sie beim Wunderheil im Hospital abgeben müssen. Ja, ich würde sagen, wir schneiden hier und im nächsten Part. Da suchen wir Paula, also bis zum nächsten Mal.